Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin wach, hier ist es 7.30 Uhr. Die Nacht war durchwachsen. Ich glaube, um 1 Uhr wollte ich das erstmal aufstehen. Dachte so, cool, jetzt kann ich in den Tag starten. Dann habe ich ein paar Sachen am PC gemacht, weil wir sind 9 Stunden zurück. Dann war es in Deutschland 10. Konnte ich auch mit ein paar mit Kollegen schreiben. Das Gleiche war, dann habe ich nochmal so bis, ach, keine Ahnung, von 1 bis 1.30 Uhr den Kram gehabt. Dann nochmal gepennt, um 3 bis 3.30 Uhr das Gleiche und dann aber nochmal bis eben geschlafen. Mir geht's soweit gut. Ich bin körperlich wieder fit. Ich sag euch eins, das ist ein Geheimnis. Ja, gestern waren wir dann noch im Universal Studios. Ich bin Harry Potter Achterbahn mit Dennis und Daya gefahren. Ich war fix und fertig danach. Ich war fix und fertig. Ich konnte nicht mehr. Mir war schlecht. Ich merke, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr Achterbahn fahren. Das Ding war durch. Ich wusste direkt danach dicken Kopf, als wenn ich 30 Gin Tonics geballert habe. Ich wusste, ich muss ins Bett. Dann waren wir noch beim In-N-Out-Burger, der war phänomenal gut, wirklich richtig geil, hat mir sehr gut geschmeckt. Danke Jonas für die Empfehlung. Dennis und Daya sind hier so ein bisschen meine Tourmanager. Die kennen sich ja aus, als wenn die schon das 7000. Mal da sind. Und guck mal hier, guck mal da. Gleich gibt's eine Beverly Hills Tour, da freue ich mich in so einem Bus zu sitzen. Gucken wir mal, hier wohnt Eddie Murphy und keine Ahnung, da freue ich mich total drauf. Gleich geht's aber auch erstmal frühstücken und heute Abend die Premiere, weil ab 3.7. läuft auf Netflix Beverly Hills Cop Axel F. Darauf freue ich mich wie Bolle. Ich habe gerade so im Bett dran gedacht, ich bin ja so ein alter Sack und da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr genauso alt seid. Ich habe ja damals im Handy, da konntest du so beim Nokia, ab 3210 glaube ich, so mit Noten Töne machen. Und dafür ist natürlich mega geil. Also es ist wirklich eine verrückte Zeit gewesen. Wart ihr auch dabei oder seid ihr jung und kennt das nicht? Gar nicht schlimm, wenn nicht. Ihr könnt euch auf jeden Fall ab 3.7. den Film dann auf Netflix gönnen, aber ich jetzt erstmal frühstücken, mache mich fertig und nehme euch natürlich den ganzen Tag wieder mit. Frühstück ist da. Dayas Avocado kostet $30. Ich glaube, das kostet auch 30. Deine Pancakes? Auch 30. Auch 30. Aber das ist ja auch wirklich das Wertvollste. Ja, was kostet dein Kaffee mit Kanne? 18, aber die Kanne kann ich mitnehmen. Geil. Die Tour geht los. Hier ist der Bus. Komplett natürlich. Eddie Murphy, Beverly Hills Cop, Axel F. is back. Meine Lieben, wir haben gerade eine kleine Pause, weil dieses Diner hinter uns soll im Film eine Rolle spielen. Wir waren gerade drin. Das ist sehr gut. Die Tour ist wirklich mega. Man hat viel gelernt über L.A., auch ein paar traurige Geschichten, ein paar geile Geschichten. Mein Highlight immer noch Nicolas Cage und Johnny Depp als WG-Partner. Und am Ende hat Nicolas Cage Johnny Depp die ganze Karriere so ein bisschen vermittelt oder angestoßen. Das ist super geil. Aber das Wetter ist heute mega und ich freue mich nachher sehr auf die Premiere. Ich kämpfe noch ein bisschen mit der Müdigkeit, deswegen nachher ist noch mal kurz Pause, vielleicht kann ich den Haier machen. Aber sonst ist alles wirklich einwandfrei. Und als wir da mit dem Bus durch L.A. geballert sind, mega gut, mega gut. Bevor es gleich zur Premiere geht, habe ich jetzt noch mal 2 Stunden Zeit. Und ich habe so mit dem Flug zu kämpfen. Plus gerade gab es mega geiles Mittag von Netflix, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt das, was jeder macht ab 30 im Alter. Ein Mittagsschlaf. Einen schönen guten alten Mittagsschlaf. Guck mal, wie einladend das Bett doch ist. Raufgeschmissen, jetzt hier alles zugemacht. Hayabu. So, meine Lieben, jetzt geht es zur Premiere. Dennis hat ein bisschen Sonne gekriegt. Aber ich muss sagen, Barry, sein Oberteil, das muss man tragen können. Bei mir wird das sehr schlimm aussehen. So, wir sind jetzt da. Wir sind gerade mit dem Bus zur Premiere gefahren. Jetzt geht's zur Akkreditierung. Hier kann man die legendäre Melodie versuchen zu spielen. Oh, gleich geht es über einen roten Teppich. Wir haben alle so die gleiche Befürchtung. Die kennen uns ja gar nicht. Die fragen, wer sind diese komischen Typen da gleich? Und denken so, ich brauche doch die Bilder für Eddie Murphy nachher, meine Speicherkarte. Ich glaube, es wurden 3 Bilder von mir gemacht und ich habe mich selten gefreut. Daya, ich habe mich selten so gefreut, dass die Bild da ist. Du auch? Dass man wenigstens in ein Mikro reden konnte. Ja. Das war sehr schön. Ja, oh ja, hätte mich auf Englisch angesprochen, wäre ich weitergegangen. Hier ist Dennis, wie heißt das Auto nochmal?
Chevy Nova. Ein Chevy Nova. Barry, Dennis und alle machen jetzt noch ein Foto mit dem Auto. Aber ich dachte, ich setze mal Prioritäten und gönne mir einen Drink. Ich würde sagen, ich habe alles richtig gemacht. Und in einer Stunde geht es schon los mit dem Film. Ich freue mich sehr drauf. Wir sehen gleich Eddie Murphy. Du wolltest zeigen, was du kannst. Dennis nimmt dein Getränk. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Ich wollte es unbedingt machen. Ja, bitte. Danke, dass du mich aufnimmst. Ja, bitte. Super! Woo! Tonight we brought Detroit to Beverly Hills, but to make it official, we have a very special guest and Motor City icon. Please give it up for the one, the only, Big Sean! Hey man, how y'all feeling tonight? Y'all good? Let me see them hands in the sky. Yo, when I hit him, comes back. You ain't getting checks. Swerve. Let's leave. Jetzt ist es soweit. Er kommt auf die Bühne. Ich hab's gerade geschafft, die Marke Lowen zu Foto zu machen. Ich freu mich wie Bolle. Und jetzt läuft er. Ach, hier vorne ist er. So, meine Lieben, es geht rein. Wir werden jetzt den Film schauen. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe alle anderen verloren, aber ich werde sie im Kino wieder treffen. Und da freue ich mich. Jerry Bruckheimer. Also, sorry. Ich bin gerade aus dem Kino raus. Zum ersten Mal sehe ich das Monster. Krass. Krasses Ding. Ein Tag später, heute ist schon wieder Abreisetag bei mir, wir waren gerade noch einkaufen, ich habe einen mega Schnapper gemacht, weil ich habe fürs Kind was von Popotour gekauft, so zwei Sachen für $60 und ganz viel Mr. Beast Schokolade und dann hat die Person an der Kasse die Popotour Sache, ich glaube die kostet 39 €, mir 32 mal abgezogen und dann habe ich voll viel bezahlt, dann habe ich auf die Rechnung geguckt, meint, ey Dika, du hast einen Fehler gemacht, du hättest die Schokolade 32 mal machen müssen, aber nicht Popotour. Und dann wurde mir das an der anderen Kasse gut geschrieben, aber ich musste die Schokolade nicht bezahlen. Das haben alle vergessen und ich auch. Passiert. Aber jetzt geht's heim. Nochmal vielen Dank an Netflix, ja, dass ich Beverly Hills Cop Excel F gucken konnte. Mega Film, kann ich euch empfehlen. Ab 3. Juli bei euch auf Netflix einfach zu Hause Glotze anmachen und schauen. Hammer Film. Nostalgie pur, Spaß pur und actionreicher, was ich aber sehr, sehr gut finde. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert Rambazamba. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö! Ich bin schon in Frankfurt, bin schon durch zwei Checks durch. Dadurch, dass Business immer so schnell vorankommt, ist richtig geil, muss ich sagen. Ich geize ja immer rum. Priorität brauche ich.